Freunde, seid gegrüßt, euer Boy Diego White ist am Start. Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Channel. Herzlich willkommen, liebe Abonnenten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben heute den 15.10.2021 und es gibt eine News über unseren Bruder Leon Lovelock. Ich habe mitbekommen, dass er seinen letzten Sponsor leider verliert. ZEG Plus CEO Matthias Clemens trennt sich von Leon Lovelock. War zu verstehen, war konsequent, beziehungsweise Leon sagt auch im Video, dass er Jahresverträge hatte mit ZEG Plus und und ZEG Plus trennt sich halt am Ende des Jahres von Leon Lovelock, beziehungsweise der Vertrag läuft aus und Matthias verlängert den Vertrag nicht. Wir gehen kurz mal in das Video rein, in die Reaction-Szene und schauen mal, was der Bruder dazu sagt. Bei mir schreibt mir mal bei Instagram eine Nachricht, weil Moment. Ja. So, Freunde, Moment, sorry, ich muss hier auf Multi. Okay. Es ist traurig, aber wahr. ZEG Plus wird sich Richtung Ende des Jahres von mir trennen auch. Das heißt, ich habe dann keinen Fitness-Sponsor mehr, habe keinen Supplement-Sponsor mehr und bin dann relativ frei, was das angeht. Also falls es Leute gibt, die Ideen haben, Leute kennen, die eine Fitnessmarke haben, Bock haben, mit mir zu kooperieren, ich sag euch, ich bin gerade in abgefuckter Form und das wird ein Mehrwert für uns alle sein. Ja? Also Okay, kurzer Einstieg von mir hier. Das ist natürlich im Grundkern traurig, dass er leider seinen letzten Sponsor verliert, der Bruder. Er sagt, dass er in Topform ist, körperlich. Leider nicht reichweitentechnisch, sondern die Zahlen sprechen das Gegenteil. Und da kann man natürlich ZEG Plus auch verstehen, warum die sich trennen. Wahrscheinlich wird der Code, der Affiliate-Link von Leon auch nicht mehr halt benutzt. Und ZEG Plus macht keinen Umsatz mit seinem Code und die sehen halt keinen Mehrwert. Und das ist so der erste Punkt. Meldet euch da gerne, schreibt mich an. Langfristig würde ich meine eigene Marke am Start haben, so. Hand aufs Herz. Ich wollte schon immer eigentlich eine Supplement-Marke haben, ein Gym haben auch. Okay, das ist jetzt ein bisschen wieder, natürlich kann der Bruder Ziele haben, aber jetzt diese Ziele zu haben, das ist natürlich jetzt umso schwieriger. Das hätte der, wie gesagt, zu seiner Halbzeit alles sofort angehen müssen, was ich auch schon sehr oft in meinen Videos gesagt habe, weil jetzt davon zu träumen, das ist eigentlich Schwachsinn. Also er muss seine Künstlerfigur wieder eigentlich hochbringen, dann kann er erst wieder über diese Sachen reden. Deswegen, das wird auf jeden Fall langfristig angegriffen, aber dadurch, dass ich gerade halt mich aus der finanziellen Scheiße so ein bisschen wieder rausarbeite, na okay, so scheiße ist die finanzielle, also ich habe die finanzielle Situation, in der ich aktuell bin, schwieriger eingeschätzt, als es eigentlich ist. Ich habe vorgestern habe ich mit meinem Steuerberater telefoniert und... Also er hat einen Steuerberater, freut mich sehr, Leon. Endlich hast du einen Steuerberater, endlich zahlst du auch deine Steuern. Und das ist doch nochmal der erste Schritt, aus der Scheiße wieder rauszukommen, mein Bruder. Und da war ich auch leicht überrascht. Also es gibt auf jeden Fall noch einen Weg raus, wenn ich weiter Gas gebe so. Dann droht auch keine Insolvenz oder so, sondern es wird... Also es droht wahrscheinlich auch keine Privatinsolvenz, wie der Leon hier uns mitteilt. Das ist natürlich auch eine positive Nachricht. Weitergehen. Wenn ich jetzt weiter Gas gebe... So, und Digga, das hat mich auch motiviert, auf jeden Fall weiterzumachen mit den Videos etc. Yes, wenn jetzt noch ein geiler Fitnesssponsor um die Ecke kommt, wo man sich erstmal ein bisschen auch finanziell wieder stabilisieren kann, dann wäre das auf jeden Fall nice. Und am geilsten wäre es natürlich, wenn es jemand wäre, der dann auch Bock hätte, langfristig mit mir auch vielleicht... Okay, aber wer soll es denn sein? Also welcher Sponsor geht noch dieses Risiko ein mit dir? Mit deinen politischen Aussagen und mit deinen
ja, mit deinen Argumentationen. Du bist in der Ecke wie ein Attila Hildmann, wie ein Ken Jebsen, wie ein Xavier Naidoo. Das sind verbrannte Marken. Und solange du nicht zurückruderst, wenn ich jetzt ein Fitness-Supplement-Hersteller wäre oder gerade ein Unternehmen gegründet habe, da würde ich mir andere aussuchen, anstatt eine verbrannte Erde zu benutzen. Das ist meine realistische und ehrliche Meinung. Echt ein eigenes Supplement-Line oder erstmal ein paar Produkte zu machen, so. Weil ich denke schon, dass ich in dem Bereich Potenzial habe, so. Personal Training, Fitnessprogramm. Hat er definitiv körperlich und das, was er früher ausgestrahlt hat, die Zahlen haben gestimmt und halt körperlich. Aber jetzt davon zu sprechen, das ist ein bisschen ja, nicht aus der realen Welt. Also das ist ein bisschen Schönrederei und Träumerei. Supplements, auch Fitnessklamotten. Also, das denke ich schon. Da fragt jetzt einer, wieso die Trennung von SEC Plus? Bro, da stecke ich nicht so drin. Ne? Ich habe gestern mit dem Bruder telefoniert, der da für mich zuständig war die ganze Zeit. Und der hat halt gemeint, so, ey, ich habe da schon mal reingehört und so wie das aussieht, Richtung Ende des Jahres wird die Kooperation dann auslaufen. Wir hatten immer Jahresverträge. Also er hat nicht mit Matthias Clemens direkt gesprochen, sondern er hat mit einem Marketingangestellten gesprochen, wahrscheinlich ein Assistent oder halt ein normaler Angestellter. Er muss natürlich die negative Nachricht überbringen. Er muss natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen auch motivierend den Leon verlassen, so dass er den Kopf nicht in den Sand steckt. Das haben die schon gut gemacht, wahrscheinlich. Und ist zu verstehen, ist zu verstehen. Und am Ende des Jahres ist der Jahresvertrag vorbei und keine Ahnung, die sehen vielleicht auch nicht mehr. Er hat ja auch immer gesagt, dass Matthias hinter ihm steht, beziehungsweise ZEC Plus auch immer hinter ihm steht. Das kann ich auch so nicht unterschreiben, weil, wie gesagt, das ist ein Jahresvertrag, Jahresverträge. Und du kannst ja irgendwas sagen, was negativ ist. Und dann können die auch nicht im Laufe des Jahres den Vertrag kündigen. Die könnten die schon. Die könnten sich mit Leon vereinbart haben. Bitte mach keine Werbung mehr für uns, aber du kriegst trotzdem noch bis Ende des Jahres dein Geld, wie besprochen, wie vereinbart. Und ja, er durfte quasi noch Werbung machen für ZEC Plus, aber wie gesagt, mit der Reichweite bringt das ZEC Plus bestimmt nicht so viel wie früher. Und verglichen mit seinen alten Zahlen und aktuellen Zahlen hat sich dann halt ZEC Plus von denen jetzt getrennt. Ja, keine Ahnung, Dicker. Kann viele Gründe haben, Bro. Ich sag mal so, die Reichweite ist auch nicht mehr die, die sie mal damals war. Punkt 1, Reichweite, das sieht er. So, das Image in Deutschland ist es auch nicht mehr, was es mal damals war. Punkt 2, Image, das sieht er. Aber guckt mal, wie er es sieht. Er lächelt, ne? Er lächelt, er schmunzelt. Also für ihn ist das Ganze hier ein Spiel, ne? Er realisiert eigentlich nicht, was er getan hat, ne? Er realisiert nicht, wie schlimm es um ihn ist. Und er lacht wie ein kleiner Junge, der, ja, der von seiner Schwester einen Keks geklaut hat und der so halt, kennt ihr das, so von Weitem so Mittelfinger zeigt und lächelt und Grimassen macht zu der Schwester, wenn die Mutter nicht guckt und so weiter. Und so ist das hier irgendwie. Also er lächelt, er schmunzelt und er sieht das immer noch mit einem, ja, lächelnden Gesicht. So, ich bin halt jemand, der halt auch seine Meinung sagt. SEC Plus war aber jemand, die sind halt trotzdem am Start geblieben, haben mich weiter supportet. Ja, haben die, weil ihr ja Jahresverträge habt, Leon. Aber vielleicht lohnt sich das für die jetzt auf Dauer nicht mehr so. Keine, also ganz genau stecke ich da nicht drin, Bro. Weißt du, wie ich meine? Aber es wird auf jeden Fall bis Ende des Jahres weiterlaufen, meine lieben Freunde. Also ihr könnt auch weiterhin mit dem Code Leon10. So, das war's, Freunde. Wollte hier kurz meinen Senf dazugeben, dass der Bruder halt, wie gesagt, seinen letzten Sponsor leider verloren hat. Dort hinten steht's, fühle ich, feiere ich, hat mich geprägt. Das trifft auf jeden Fall hier nicht zu. Mir tut es eigentlich leid. Aber so krass dann auch wieder nicht, weil er, wie gesagt, selber lacht im Video und er erkennt den Ernst der Lage immer noch nicht.
reitet sich ja immer wieder tiefer rein in die Materie, in die Corona-Materie. Wir finden einen Punkt, Freunde. Ansonsten folgt mir hier auf Instagram, DiegoWhite89. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Instagram, lasst einen Kommi da, schreibt eure Meinung und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Boy DiegoWhite. Peace out. Bang, bang.